Das ist die städtische Gemeinschaftsgrundschule an der Südallee in Düsseldorf-Urdenbach. Eine ganz normale Schule, wie viele andere auch. Aber heute geschieht hier Ungewöhnliches. Viele große Wagen stehen auf dem Schulgelände. Ein Zelt wird hochgezogen. Ob die Kinder davon etwas wissen? Ja, machen wir einen Zirkus. Montag. Das kriegen wir auf. Wir müssen dir das vorführen. Löwe, der macht jonglieren. Ich tue mit Feuer spucken. Die Schulkinder, die führen was vor. Aha. Irgendwas. Und die Eltern, die können dann zugucken. Schulkinder als Zirkuskinder? Eine große Herausforderung. Sicher kann uns dazu Schulleiter Richard Schmidt genaueres sagen. Das ist jetzt fast genau 2 Jahre her, dass ein Vater zu mir kam und vom Familienzirkus Spärlich berichtete. Er war ganz aufgeregt und sagte, er habe gehört, es gibt einen Zirkus, der mit Kindern gemeinsam arbeitet, der die Kinder Vorstellungen machen lässt, die sie ihren Eltern zeigen können. Ich fand diese Idee ganz hervorragend, bat ihn, sich darum zu kümmern. Er hat sich dann erkundigt, er hat mit Familie Spärlich Kontakt aufgenommen. Und heute wird nun das Zelt aufgebaut. Das Zelt, endlich ist der Zirkus da, die Kinder freuen sich. Und wir werden am Sonntag noch einmal eine Fortbildung mit Familie Spärlich machen, weil natürlich auch die Lehrer den Kindern einiges zeigen und beibringen sollen. Und am Montag beginnt dann für die Kinder diese Projektwoche mit einem ökumenischen Gottesdienst im Zirkuszelt. Ab Dienstag dann ein Training für die Kinder, 3 Tage lang, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und ab Freitag werden dann die Kinder im Zirkuszelt Vorstellungen geben für Eltern, Verwandte, Freunde, Nachbarn, wer auch immer kommen möchte und das sehen. Zuerst wird das Lehrerkollegium von Familie Spärlich in die Hohe Schule der Zirkuskunst eingeführt. 1, 2, also rechte Bein, linke Bein, hoch, hoch und stecken. Und Bein und Arme Der Schulbetrieb ruht jetzt für 5 Tage. Heute beginnt die Projektwoche für die Kinder mit einem ökumenischen Gottesdienst im Zirkuszelt. Einige von uns haben etwas Neues entdeckt. Sie haben mit ihren Händen das Jonglieren geübt, tanzen, sind am Trapez und arbeiten mit den Tieren. Dazu mussten sie erst einmal üben,
Denn ohne Übung und Körpergefühl geht gar nichts. Wie gut, Gott, dass du uns so viele Begabungen geschenkt hast. Gütiger Gott, der Menschen und Tiere wunderbar erschaffen hat, zeige euch seine Liebe. Er begleite und beschütze euch auf all euren Wegen. Das gewähre euch der gute und allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Nun sind endlich die Kinder an der Reihe. 3 Tage wird geübt. Familie Sperlich und die Lehrer geben ihr Wissen an die Schüler weiter. So, langsam. Ganz wichtig, nicht so lange drüber halten, das tut dann weh. Zuhören, nicht so lange drüber halten, dann verbrennt man sich. In die Hocke. Ja, du bist ja viel zu schnell. Nimmst du mir deine andere Hand? Wo ist deine andere Hand? So, jetzt bitte langsam, Mutter. Was meine Hand oder das Brett? Das Brett. Was? Du bist doch gar nicht auf dem Brett. Die Kinder werden für ihren großen Auftritt geschminkt. Es bleibt noch etwas Zeit. Wir fragen den Zirkuschef Gerd Sperlich, wie er auf die Idee gekommen ist, mit Kindern Zirkus zu machen. Die Idee kam bei uns Ende der 80er Jahre, mit Kindern zu arbeiten. Da waren wir aber noch bei meiner Frau, ihre Eltern, beim Zirkus Apollo. Und dann danach sind wir von 88 von meinem Schwiegereltern weg und sind dann zum Kinderzirkus nach Unna gegangen. Und 92 hatten wir das erste Projekt in Wigida an der Ruhr mit der dortigen Ruhrtalklinik. Das ist eine Reha-Klinik für geistig Körperbehinderte. Und aus dieser Sache ist immer mehr entstanden. Das war dann her wie so ein Schneeballeffekt nachher. Dann kam die Körperbehindertenschule in HEMA, Geistbehindertenschule als Wigida in Dortmund. Dann kamen wieder Realschulen auf uns dazu, Hauptschulen, Gesamtschulen, Gymnasien, Schule für Erziehung schwierig. Das ist ja mal alles durch die ganze Bandbreite halt. Ne? Sogar mit Erwachsenenbehinderten, also mit Kindergartenkindern. Es macht sehr viel Spaß. Und solange ich halt Spaß dran habe, meine Familie auch, solange machen wir es noch. Der große Tag ist gekommen. Heute ist Gala-Vorstellung.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen im Zirkus Corello. Ich kann Ihnen berichten, wir haben eine wunderbare Woche hinter uns. Und ich denke, Sie werden von dieser Stimmung, die bei den Kindern und auch beim Kollegium herrscht, etwas mitbekommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im Zirkus Corello. Weiter. Rein!
Der Zirkus Corello hat Spuren hinterlassen. Nicht nur Modelle, Bilder und Aufsätze. Denn die Kinder haben gelernt, klassenübergreifend im Team auf ein Ziel hin zu arbeiten. Dazu mussten sie ihre Fähigkeiten einschätzen und einbringen. Manch verborgenes Talent kam dabei zum Vorschein. Sie mussten Disziplin üben, mitdenken, Lampenfieber und Angst überwinden. Viele sind dabei über sich hinausgewachsen. Am Ende aber stand die Erfahrung, dass sich alle Mühen gelohnt haben. Stolz und Freude über den eigenen Erfolg zeigen die leuchtenden Kinderaugen. Dieser Zirkus hat die Herzen und Sinne aller Beteiligten geöffnet. Er wird für alle ein unvergessliches Glanzlicht im Schulalltag bleiben.